Und es geht weiter. Weiter, weiter mit Dragonia. Oh, free, ich bin noch auf Englisch. das ändert man ganz schnell. Habe ich tatsächlich umgestellt gehabt. Schnell wieder zurück auf Deutsch. Na, komm. Nein, keine Werbung. Also, kostenlos war klar. Erster Handel, ja, kein Problem. Geben wir einfach die Hölzer ab. Zack. Das letzte auch noch. Perfekt. Dann, Handel Nummer 3. Ja, er will tatsächlich die Sträucher haben, die ich vorbereitet habe. Und zusammen mit den Grimmbäumen, die ich vorbereitet habe, passt das genau. Das ist brutal. Es ist trotzdem so brutal, wenn ich überlege, was da jetzt an Arbeit tatsächlich drin steckt. Boah. Ich habe es extra dafür gemacht. Ja, ich weiß, aber. Also, es ist heftig. Okay, also, wir geben es her. Wir geben die Grimmbäume her und wir geben auch, oh Gott, das tut so weh, alle 6 Büsche her. Ah, oh, Schmerz lass nach. Okay, was kommt jetzt? Ah ja, okay, den können wir wieder machen. Das ist wieder hier mit den toten Bäumen, sogar nur Level 2 ist es, meine ich. Da müssen wir uns einfach nur wieder schnell die Kisten besorgen. Ach so, ich habe hier unten noch ein paar Hölzer lagern. Was mache ich denn mit denen? Ich will jetzt diese Hüttengeschichten nicht herstellen, sonst spucken die wieder die kleinen Sachen aus. Ich räume das einfach mal ganz kurz auf Seite. Mache ich dann danach fertig. So, dann Kisten. Wo sind sie? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muss erstmal reichen. Ich weiß gar nicht, hatte ich nicht irgendwo sogar noch welche stehen? Das ist das letzte Mal ja, aber ich dachte sogar, ich hätte aktuell noch was. Nee, scheint nicht so. Okay, dann geben wir uns erstmal hiermit zufrieden. Na, geh auf. Oh Gott, ich brauche mehr Platz. Also, ich sehe jetzt schon wieder Chaos. Da haben wir 1, 2. Dann. Oh, waren das gerade 6? Hab's nicht ganz genau gesehen. Dann bringen wir die Sachen mal zusammen. Immer gleich ein bisschen aufräumen. Nächste Kiste. Da wieder 5. Das da hoch. Darüber. Darüber. Hier nochmal 5. Da wieder 5. Immer sofort hinterher sein. Sonst haut's mit dem Platz gerade einfach gar nicht hin. Aber da war jetzt kein einziger Baum drin. Hallo? Sehr gut. Da ist wieder einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. So wünsche ich mir das. Genau so. Die geben wir jetzt schnell auch schon mal ab. Ist auch wieder Platz, den wir haben. Nicht zu oft drücken. 6, genau. Fehlen noch 8. Kisten, Kisten. Da. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, wieder alles zusammen machen. Dum, dum. Einer. Es ist schade, dass man die nicht irgendwie runter zerlegen kann. Ich würde die gerne rückwärts merchen, aber die Option gibt es leider nicht. Dann machen wir das so. Genau, da nochmal die 5. Das darüber, den da hoch. Nächste Kiste. Vielleicht können wir die hier mal ganz kurz aus dem Weg stellen. Genau. Dann haben wir da nochmal einen. Puh. Das war nicht so viel. Da. 3. Das sind 5. Boah. Das ja, bringt einen halt auch da weiter. Ich meine, notfalls kann man sich da nachher irgendwann auf das Wunder freuen. Welches ist das eigentlich? Ach, Stonehenge. Okay, ja, auch nicht schlecht. Habe ich auch, ja, weiß nicht, nicht wie oft, aber nicht ganz so oft wie manch anderes. Aber jetzt auch nicht ganz selten. Die hier runter. Boah, es waren nur 3 Stück. Okay, 4, 5. Jetzt kommen wir der Sache näher. So kommen wir der Sache wieder näher. Ach nee, da ist schon 5. Du hör auf, darum zu ernten. Das will niemand. Niemand hat die Absicht, dort ernten
zu lassen. Das wieder da hoch. So, und die geben wir auch wieder ab. Und dann geht's in die nächste Runde mit den Kisten. Ah, noch drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf machen wir jetzt nur. Ich bete einfach, dass das reicht. Ich bilde mir das jetzt einfach ein. Oh, da kann ich mal eben drauf drücken. Dann habe ich nämlich hier hinten, genau, wieder was fertig. Das hatte ich noch offen. Ja, Belohnung, schick mir die, ist in Ordnung. Ich muss einen gealterten Drachenbaum erstellen. Das steht sowieso demnächst auf meinem Plan. Ist in Ordnung, da bin ich nämlich da oben ungefähr soweit. Auspacken bitte. Und weiter geht's. Na, falsches Level. Aber das sind schon drei. Ja, wir haben schon genug. Egal, ich packe den Rest noch aus. Ich kümmere mich um das Chaos später. Eins, zwei, drei. Erhalten. Und alle vier Kisten wieder abgeholt. Boah, das ist... Ja, dann geht's auf. Dann schauen wir, was wir heute machen können. Das muss ich nochmal wegschieben. Die Kisten holen wir alle ab. So, mal hier rüber mit denen. Zack. Gewürzhütten hier runter. Töpfereihütten hier rüber. Da habe ich hier noch welche. Nehmen wir mal eben. Ach komm schon, stell dich nicht so an. So, Schmuckhütte stellen wir da hoch. Die machen wir gleich fertig. Nebenher packen wir da schon mal wieder was aus. Und dann kommen wir bei den Schmuckhütten auf den nächsten 5er-Merch. Zack. Alles mal freischaufeln lassen. Geht ihr mir mal aus dem Weg, ihr komischen Geister? Genau. Was müssen wir denn überhaupt machen? Genau, Schmuckhütte können wir hier auf jeden Fall weitermachen. Aber da brauchen wir halt nochmal 2 Stück von, damit wir entsprechend den 5er-Merch machen können. Vorher können wir die Aufgabe fürs Töpferatelier nicht bedienen. Leider nicht, genau. Aber mal schauen, wie weit wir heute noch kommen. Jetzt die Fiolen mal wieder ein bisschen weg. Wir haben das letzte Mal ja wirklich ein paar von den Geistern dann auch gebraucht. Und konnten zumindest dadurch ein klein bisschen Freiraum schaffen. Habe ich jetzt alles auf Seite? Ja, ich habe ein bisschen gerade den Überblick verloren. Gewürzhütte hier unten 5-mal. Ist jetzt aber nicht so vorrangig. Die mache ich jetzt noch nicht fertig. Schmuckhütte mal alle 3 hier rüber. Dann packen wir die letzte Kiste aus. Da haben wir noch 5-mal Töpfereihütte. Dann auf jeden Fall noch 5-mal Schmuckhütte. Zack. Bitte alles fertigstellen. Töpferei und Schmuck werden benötigt. Mach die fertig. Ja, komm. Und dann müssen wir mal gucken. So. Töpferei da unten. Die habe ich nicht nochmal. Würde mir jetzt aber auch nicht helfen. Also ich könnte hier natürlich noch was machen. Aber... das würde mir nichts bringen. Was mich gerade ein bisschen wundert, haben wir nicht erst 3 Kisten aufgemacht und sollten es nicht eigentlich 4 sein? Da ist doch... ja, ich wollte gerade sagen, es waren doch 4. Ich lasse mich doch hier nicht veräppeln. So, da ist noch eine Kiste. Also, nochmal schnell hier das wegräumen. 5, 5. Nein, du nicht. Ach, sag mal, du nicht. Das da hoch. Die 5. Also, wer sich das mit diesen Fiolen hier ausgedacht hat, hätte es da nicht eine elegantere Lösung für gegeben? Ich weiß ja nicht. So, letzte Kiste. Jetzt schauen wir, was noch geht. Töpferei. Sehr gut. Das heißt, da kommen wir zumindest noch mal eine Stufe weiter. Aber es wird nicht reichen für das, was wir benötigen. Leider nicht. Ich habe es wirklich gehofft. So, dann hier unten die 5. Wenn ich den... allein, dass ich drüber nachdenke, wenn ich einen 3er-Merch mache, könnte ich es hinkriegen. Aber ich will das nicht. Es würde auch für die Schmuckvilla oben, also was, Halle oder was auch immer es dann ist, würde das auch reichen. Dann könnte ich die Aufgabe komplett abschließen, könnte das Töpferei, das Töpferatelier machen.
Ich könnte es heute erstellen, aber ich müsste so viel dafür opfern und es würde mich im Nachhinein einfach so viel mehr kosten, weil ich alles halt dann nochmal von vorne wieder erstellen muss. Und deswegen geht's nicht. Deswegen muss ich mich leider gedulden, auch wenn ich das jetzt zu gerne fertig machen würde. Und ja, muss aufräumen und muss sagen, dass die Sachen dann einfach so stehen bleiben, bis wir wieder was bekommen. Anders geht's nicht. Es ist auch die letzte Runde, also der letzte Tag, die letzten 24 Stunden. Wir kommen an keine neuen Kisten mehr ran in dem Durchgang. Das heißt, wir müssen wieder warten, bis das Tor sich öffnet. Dauert ja aber in der Regel, ich weiß nicht, wie lange dauert es jetzt immer? 4, 5 Tage oder so? Maximal eine Woche? Also, so lange dauert es ja eigentlich nicht. Und dann auf jeden Fall. Also beim nächsten Mal öffnen, lege ich die Hand für ins Feuer, kommen wir durch. Kriegen wir hin. Das schaffen wir auf jeden Fall, bin ich mir ganz, ganz sicher. Diesmal war es halt wieder nur ein relativ kurzer Abstecher, auch wenn wir alle Kisten hatten. Aber auf jeden Fall gut vorbereitet. Und ja, dann wird eben beim nächsten Durchgang das Töpferatelier freigeschaltet und dann gehen wir ans nächste Gebäude und schauen, wie unverschämt es da wird. Ich gehe davon aus, dass es dann auch nicht nur 10 Gegenstände werden, die wir abliefern müssen, sondern 14 oder sowas. Ja, müssen wir dann schauen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was machen können heute Abend oder könnt sogar noch was machen oder macht es morgen im Laufe des Tages. Wie auch immer, wie gesagt, notfalls, ja, so Sachen wie Grimmbäume kann man schon vorbereiten. Ob man das mit den Sträuchern wirklich machen muss, sei dahingestellt. Das ist schon ziemlich, ist schon aufwendig, aber man kann es natürlich machen. Also machbar ist es, weil Holz ernten kann man natürlich ziemlich simpel über die Drachenbäume. Man muss ein klein bisschen Zeit investieren, aber ansonsten geht es durchaus. Ja. So sieht's aus. Also viel Spaß euch und wir sehen bzw. hören uns morgen. Schönen Abend!